Hallo Leute und mal wieder herzlich willkommen zur nächsten Episode von Don't Starve, wo wir weiterhin noch auf dieser Insel sind und ich ganz vergessen habe, was ich davor gehabt habe. Aber mein Inventar sieht ziemlich voll aus. Dementsprechend glaube ich, habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Also, genau, ich habe hier Saplings und sowas gefarmt. Richtig, richtig, richtig. Okay, dann können wir glaube ich gleich mal mit diesen Dingen hier zurück auf unsere eigene Insel. Und dann das ganze Zeug dahin bauen. Wenn jetzt dann irgendwann mal die Jahreszeiten umswitchen, habe ich echt ein bisschen Schiss, dass uns A, das Essen ausgeht und B, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Das macht das Ganze nicht gerade wirklich entspannter. Bitte nicht in eine Welle rein. Ich bin jetzt nicht so Fan davon, hier direkt in diese Welle hineinzulaufen. Aber okay, passiert halt manchmal anscheinend ab und zu. Einmal hier rum und oben rum vorbei. Genau. Hab ich jetzt eigentlich schon die Affenhütte platziert? Ja, habe ich schon. Die Affenhütte steht schon. Alles klar. Und eine Schweinchenhütte. Habe ich die platziert? Ich glaube, die habe ich irgendwann mal platziert. Okay. Eigentlich gefällt mir das mit den Sandsäcken hier ganz gut. Ich bräuchte nur noch ein paar mehr auf Dauer. Und mehr Pupu. Aber gut, das sind alles noch Sachen, die derzeit in Arbeit sind. So, ich muss das irgendwie alles sehr, sehr nahe beisammen bauen. Sonst habe ich echt große Probleme hier auf Dauer. Weil mein Gebiet ist eh schon so klein. Wird dann immer noch mehr eingeschränkt. Aber naja, schauen wir mal, wie wir das machen. Ich glaube, ich pflanze die tatsächlich gleich hier. Das einzige Gute an den Saplings ist ja, wie ich schon mal gesagt habe, dass ich die nicht fertilisieren muss. Ich glaube, das ist das Einzige, was keinen Dünger braucht, damit sie das erste Mal wachsen. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz angenehm. Die Bäume gehen mir schon wieder auf den Sack, ey. Ich habe viel zu viele Bäume. Wer braucht schon Bäume? Niemand. Ha, 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 ha. So, hierhin. Hat ja alles noch irgendwie Platz. Irgendwie geht da tatsächlich alles hin. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wer hat denn die getötet? Ach, wahrscheinlich die Schlangen, ne? Hier ist ja immer noch Schlangenapokalypse in diesem dämlichen Gebiet hier. Die Affen da oben, haben die noch irgendwas Sinnvolles? Na, wahrscheinlich. Ich glaube, die kommen auch nur alle paar Tage hier raus. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das alles funktioniert. Ich werde sie bestimmt nicht angreifen. Ich werde mich nicht damit anlegen. So, hier geht's wieder volle Kanne ab. Alles klar. Moment, ich könnte mir vielleicht einfach mal das da schnappen und dann gehen. So, ihr bekämpft euch dann mal hier. Viel Spaß euch. Ich mische mich da nicht ein. Okay, wo habe ich irgendwas Sinnvolles drin? Da habe ich das Zeug drin, dann kriege ich das schon mal weg. Asche habe ich noch nirgends, glaube ich. Wozu brauche ich nochmal Asche? Doch, Asche habe ich schon. Ah, Sortierung. Moment, schon wieder falsch. Besser. Dann haben wir hier noch ein Pirate Hat, wo ich immer noch nicht nachgeschaut habe, wofür ich den denn benötige. Und ich wollte mir einen Helm bauen. Und mir fehlt dafür gerade, glaube ich, nur ein Seil, wenn ich mich richtig daran erinnere, oder? Komm schon. Nicht? Doch, wusste ich doch, dass der nur Seil und ein bisschen Piggy-Skin braucht. Und dann trotzdem einer der stärksten Helme von allen ist. Hier ist noch unsere Waffe, da haben wir noch mehr Bäume. Ja, geht. Man kann nie genug Bäume haben, hier auf der Seite zumindest. Auf der anderen Seite haben wir genug Bäume. Wieso ist da irgendwie... Wow, ist das... Oh Gott. Hui, das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Wieso liegt hier Venom rum? Das ist ja der Hammer. Je mehr Venom, desto besser. Und ich bräuchte dann auch irgendwo mal Anti-Venom und das Ganze, aber... Hat noch Zeit. So, wir machen jetzt halt hier erstmal ein bisschen Feuer. Na, ich glaube, das reicht leider nicht, oder? Die Nacht ist nicht lange. Vielleicht... Na, das Risiko gehe ich jetzt mal nicht ein. So, wir haben auch wieder ein bisschen Hunger. Deswegen kochen wir jetzt hier einfach mal die Muscheln. Klick und klick. Dann sind wir schon mal wieder ein bisschen satt. Na, gut. Dass ich keinen Vorrat an Essen und irgendwie sowas habe, das kotzt mich gerade schon ein bisschen mehr als ein bisschen an. So, Limpets da. Das ist alles, was wir an Essen haben da drin. Ey, ich werde so untergehen. Ah gut, das ist das erste Mal, dass ich über 10 Tage überlebe in dieser Erweiterung mit Shipwrecked. Deswegen bin ich sowieso schon stolz. Man soll ja nicht zu viel erwarten. Bone Shards haben wir dann, glaube ich, gleich mal dahin. Mein ganzes Equipment ist genau an der richtigen Stelle. Das ist, glaube ich, in der Chest. Genau, meine ganze Poison-Zeug da... Hauen wir immer schön da rein. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum ich diese Spider-Glance als Heilstoff nicht auch dort reinhaue. Weil das ist ja so meine Fighting-Truhe. Und zum Fighten gehört nun mal auch Lebensregeneration. Den Stab nehme ich selbstverständlich mit. Das Saatgut kommt in die Essenstruhe. In den Kühlschrank. Natürlich Kühlschrank.
Und dann bräuchte ich mal, ne, Bambus müssen wir noch irgendwo weglagern. Bräuchte ich mal schon mal ein Netz, aber ich glaube, das war unter Survival, ne? Net, net, net. Genau, das wollen wir jetzt als nächstes. Weil ich mir gern das ein oder andere Glühwürmchen fangen würde. Ein kleines, kleines Glühwürmchen bräuchten wir jetzt langsam mal. Und wir haben eigentlich die Ressourcen dafür, deswegen. So, schauen wir mal dahin. Können hier den ganzen Loot abholen, der die ganze Zeit hier gedroppt ist, während die sich bekämpfen. Sind die Affen jetzt eigentlich tagsüber draußen? Ja, tagsüber sind die Affen draußen. Kann ich euch jetzt eigentlich irgendwas zu essen geben und ihr gebt mir dafür Gif? Gibst du mir dafür jetzt Pupu? Nö. Wie kann ich die dazu bringen, dass sie mir Kaka geben? Ich hätte gerne Kaka von den Äffchen. Alternativ brauche ich selbstverständlich noch mehr Berry Bushes, weil mir die alten abgebrannt sind. Deswegen würde ich eigentlich sagen, machen wir uns nochmal einen Tag hier unterwegs und schauen mal, was hier unten uns noch erwartet, damit wir mal hier alles ein bisschen sehen. Die Nacht über habe ich vor, draußen zu bleiben, aber also nicht zurückzukommen, wenn ich irgendeine Insel sehe. Aber schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie es sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob das Essen echt. Okay, vier Anfänge vom selben Wort und trotzdem noch verkackt. Nice. Ob die Essensvorräte hier reichen? Hier ist ein bisschen Stein. Okay, das sieht ein bisschen arg ruhig aus. Hier ist wieder eins von dir. Oh! Da muss ich jetzt gleich mit meinem Boot hin. Ich weiß, das habe ich schon zwei oder dreimal gesagt bei so einem Wasserbiom. Aber irgendwie habe ich es dann nie gemacht. So, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt hier ein bisschen Sand. Weil ich gerade die Schaufel dabei habe, dann will ich aber eigentlich noch eine Schaufel, und wir haben genug Zeug dabei und eine Fackel, eine Torch würde ich mir gerne schon mal auf Vorrat machen. Ansonsten komme ich nur wieder auf andere Probleme. Weil Sand habe ich momentan auf meiner Insel nicht mehr allzu viel, deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Und alles mitnehmen, was hier irgendwie geht. Ich sollte mir vielleicht Kokosnüsse auch noch mitnehmen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht falsch, wenn ich hier gerade ein Bäumchen voller Kokosnüsse sehe. Einfach, dass wir ein bisschen Essen haben. Es ist eh schon so extrem mager, was wir momentan alles haben. Na, Holz brauchen wir eigentlich auch, ne? Dann nehme ich das auch gleich mit. Dann lasse ich die einzelnen Rocks hier gerade zurück. Man braucht nicht absolut alles, man braucht nur vieles. So, Sand, Sand, ne, ich will dich nicht zerstören. Du sollst dich irgendwann wieder aufbauen können, kleines Dingens hier. Dann dich und dich. Dich nehmen wir auch noch. So, dann haben wir 15 Sand. Machen wir 20 Sand draus, oder? Dann kann ich wieder einige Sandbags machen und meine Base wahrscheinlich fast komplett sichern von dem Wasser. Das wäre auf alle Fälle geil, wenn das irgendwie hingeht. So. Bin ja echt gespannt, was mich in der nächsten Season erwartet. Ich weiß ja nicht mal, wie die nächste Season heißt. Das ist jetzt irgendwie echt schlecht. So, jetzt haben wir auf alle Fälle genug davon. Haben wir genug Gras eigentlich dabei? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber hier gibt es so viel. Also ich glaube, ich brauche nicht wirklich auf meiner Insel Gras, weil ich hier Unmengen davon finden kann, wenn ich es möchte. So, jetzt haben wir hier einfach ein bisschen Essen rein, auch wenn dann alles ein bisschen kreuz und quer läuft gerade in meinem Inventory. Moment, wir haben hier noch kein volles Stack. Dann nehme ich die auf alle Fälle mit, um das Stack hier fertig zu kriegen. Wir könnten das Haus irgendwann mal demolieren. Momentan leider nicht, weil mein Inventory eh schon ein bisschen angeschlagen ist von Inventarplätzen. Andererseits, ich könnte auch einfach die Snakeskin hier wegwerfen, die ich nicht brauche. Das da verwenden, und dann können wir das sogar irgendwie hinbekommen. Du könntest nur ein paar Meter mehr weggehen, weil ansonsten gehst du instant wieder auf mich, wenn ich... So, komm, kusch, 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 geh weg. Dankeschön. So, 1, 2, 3, 4. Ah, das geht ja schnell. Nein, du tötest mich nicht. Wir fighten nicht. Aber jetzt brauche ich noch einen Piggy-Skin. Das ist gerade kacke. So, Moment, du darfst jetzt einmal angreifen und dann will... Au! Nein, ich will dich treffen. Ey, ich hasse Schweinchen. So, du läufst jetzt ans Wasser, sodass ich dich treffen kann. Weil du in der Ecke steckst. So, das machen wir jetzt halt. So, jetzt haust du noch einmal zu und... Ey, die sind echt schwer zu treffen. Vor allem deren Attack-Pattern ist echt ekelhaft. Okay, wisst ihr was? Wir lassen uns jetzt halt auf den Fight ankommen. So, Moment. Ah, er ist schon vergiftet. Das ist ein Anfang. Ich habe schon ein bisschen echt zu viele Stats für meinen Geschmack verloren. Aber jetzt haben wir ihn ein paar Mal getroffen und er ist schon mal vergiftet. Das ist ein Anfang. Wir brauchen unbedingt seine Piggy-Skin. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht gegen den fighten. Aber die Piggy-Skin von ihm ist gerade extrem wichtig. Oh, ey, du bist so nervig.
Immer hingehen, weggehen, hingehen, weggehen. So, jetzt charge da. So, jetzt halt aber. Okay, den Rest macht jetzt das Poison, hoffe ich. Ich will unbedingt einen Bumerang mehr craften. Das ist ja nicht okay. Also, so wie der da wegläuft, ist das nicht okay. Da treffe ich ja nie. So. Nein, er hat nur Meat gedroppt. Scheiße, alles umsonst. Entschuldigung, sag mal ja nicht. Fuck. Okay, Moment, ist das besser? Ich glaube, das ist auch nicht besser, Yokai. Okay. Dann machen wir uns hier ein kleines Feuer jetzt auf die Schnelle. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen angenehmer. Dann könnte ich hier noch ein bisschen die Bäumchen fällen, weil da sind ein paar mit Coconuts drumrum. Machen wir das mal auf die Schnelle. Dann röste ich mir jetzt halt noch gleich das Fleisch hier. Genau, das gibt Hunger und Health. Das hört sich doch auch ganz gut an. So, wir haben noch eine Schaufel, die ein bisschen was hat. Deswegen brauche ich jetzt die Schaufel schnell auf. Dann habe ich nämlich noch einen Inventory-Platz mehr. Weil es gerade so simpel ist, weil ich hier nur zweimal diggen muss und dann haben wir es geschafft. So. Dann, wo ist meine Axt? Meine Axt ist hier. Auf dem Baum waren ja irgendwo Kokosnüsse. Dementsprechend bauen wir die hier gleich ab. So, Kokosnüsse brauchen wir alle. Brauchen wir alle. Ich will noch zwei oder mindestens eine von diesen Pigskins, dass ich ein weiteres Haus von den Dingern bauen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich will in diesem Spiel wirklich funktioniert. Ich glaube irgendwie, das Spiel hört nicht so wirklich auf ich will. Ich glaube, ich muss aber wirklich noch ein paar Coconut-Bäume auf meiner Insel anbauen, weil ich ansonsten auf Dauer nicht genug Nahrung haben werde, da diese Berry-Bushes auf dieser Erweiterung echt so selten sind wie keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, nichts Selteneres. So, mal kurz die Nacht warten. Wird langsam ein bisschen länger. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt halt wirklich dann Winter ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es hier einen Winter gibt irgendwie. Ja, ich koche euch jetzt gleich mal. Dann habe ich nämlich für jetzt was zu essen. 12,5. Ja, es ist ja jetzt halt nicht wenig. Also es ist ja okay. Das hätte ich noch in der Base lassen können. Schade, dass ich hier nirgendwo Fireflies finde. Davon hätte ich gerne ein paar mehr. Ich weiß nicht, was ein Silly Monkey Ball braucht, aber es ist alles okay. Das werde ich sowieso alles nicht verstehen, oder? Könnte bitte jetzt der nächste Tag anfangen? Das Feuer geht gleich aus. Komm schon. Noch einen einzigen kleinen Tick, bevor das Feuer hier ausgeht. Dankeschön. Darüber können wir jetzt reden. So, dann laufe ich jetzt einmal hier drauf. Ach, Moment, die Steine habe ich ja alle zurückgelassen. Stimmt. Nein, Steinchen wurde zurückgelassen, armes Steinchen. So, wir suchen jetzt erstmal unser Bötchen und dann fahren wir mal in dieses komische Biom hier auf der linken Seite. Okay, diese Schattenmantarochen sind echt eigenartig. Dann hier irgendwo. Genau, hier war doch Pupu, ne? Hier war Pupu von diesen Viechern. Und ich sehe gerade andere Sachen. Wenn ich schon hier bin, seid ihr aggressiv? Wie heißen die Dinger denn? Ich weiß nicht mal, wie die Dinger heißen. So, ein bisschen Fischis. Was? Fischis sind nass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die kommen ja nur gerade aus dem Wasser. Die sehen ein bisschen so aus wie so ein komischer, eigenartiger Bieferlauferschnitt. War das gerade eine Agro-Animation oder... Ne, ich glaube, er hat nur gegähnt. Gähnen ist okay, Agro sein ist nicht okay. Nur um das hier mal festzustellen. Oh, beiß doch an, Fischi. Geht doch. So. Dich essen wir jetzt auch gleich roh, weil ich level ja noch ab. Bin hier noch ein bisschen am mich verbessern und dementsprechend hier nochmal Pupu. Das heißt, in diesen Biomen gibt es ganz oft Pupu. Was sagen die Viecher denn, wenn ich sie mit Rechtsklick X mache? Water Beefalo, okay, ja. This creature seems reasonable. Okay, alles klar. Fische wären hier auch wirklich, wirklich viele, aber so viele brauche ich momentan gar nicht. Was haben wir denn sonst noch hier in der Gegend? Wir haben hier noch das da. Das da. Das da. Und das da. Yay, awesome. Noch mehr Pupu. Ihr seid awesome, ihr komischen Viecher. Sag mal, sagt mir das, dass diese ganzen Biome hier irgendwann überflutet werden? Oder ist das jetzt halt nur dieses eine Biom? Kann ich noch eine andere Insel hier erkunden? Vielleicht, wenn noch eine halbwegs nahe ist. Mein Inventory ist halt ziemlich, ziemlich leer. Da weiß ich gar nicht, ob das so schlau ist. Hier sind... Wow, das ist Masch... Oh Gott. Ich brauche eine Schaufel. Ich brauche ganz dringend jetzt eine Schaufel. Seht ihr das, was ich sehe? Ganz ruhig. Er darf nicht weg. Er darf nicht weg, dieser Berry Bush. Ganz ruhig. Und wir haben ihn. Perfekt. Also das ist wirklich Mushroom Island hier. Boah, sind hier viele Mushrooms. Mit denen, wenn ich die zusammen koche, kann ich mir doch auch Essen machen, oder?
wenn ich die verschiedenen hier zusammenhau. Ey, das, also die Insel ist ein Traum. Die Insel ist effektiv ein Traum. Moment. Es sind so viele rote. Was geben die nochmal für Stats? Das muss ich mir kurz anschauen. Minus Health, aber vielleicht, wenn ich sie koche, geben die was anderes. Berries, wenn ich nur einmal habe, bringt's nicht. Das stack ich lieber die. Aber ich nehme die nicht komplett her, weil sonst können die nicht nachwachsen. Mushrooms sind nämlich endlich. Deswegen darf man die niemals ausdicken. Ey, das ist der Hammer hier. Traum Island. Wenn ich die kochen kann und irgendwie sinnvoll verwenden kann. Dann kann ich nämlich zu verschiedenen Zeiten hier immer herkommen und Mushrooms ernten. Ich hätte nur gerne noch... da ist dieses Seaworthy. Und ich weiß, was dieses Seaworthy jetzt macht. Krass, oder? Mit dem kann ich in eine Reign of Giants Welt zurückkehren und immer wieder das Zeug hin und her bringen. Das ist richtig, richtig geil, was ich mir da durchgelesen habe. Aber ich bin mir nicht sicher, es wäre irgendwie ein bisschen cheaten, finde ich persönlich, wenn ich mit diesem Seaworthy jetzt halt in eine Reign of Giants Welt gehen würde und mir dann lauter Berry Bushes oder so zu holen, weil die sind in Reign of Giants sind die natürlich nicht selten, die sind nur wirklich hier in diesem Spiel selten. Und deswegen, das wäre schon irgendwie ein bisschen arg cheaty. Weiß ich nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren könnte. Müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr das für eine gute Idee halten würdet oder ob ihr lieber das jetzt tatsächlich auf Shipwrecked halten würdet. Habe ich jetzt halt eigentlich schon irgendwo so einen Revive-Stein gefunden? Ich glaube, einen einzigen, ne? Whee! Whee! Immer dieses W-E-E, wenn man über so ein komisches Ding fährt. So. Dann bringen wir mal den ganzen Loot zurück. Es ist ja nicht gerade wenig. Und dann schauen wir mal, was wir noch für die Sandbags brauchen, außer Sand. Ich habe es nämlich echt vergessen, muss ich gerade zugeben. Ich weiß nicht, was wir außerdem noch brauchen. Waren die nicht irgendwo hier? Sandbags brauchen Ach, die brauchen Bamboo. Ah, scheiße. Davon habe ich gerade nicht mal wirklich viel. So, wir können mal die Redcaps hier reinlagern. Das ist ein Anfang. Dann Berry Bushes. Hauen wir jetzt halt einfach mal einen einzigen hier hin. Und jetzt haben wir wieder so viel Dünger, dass wir endlich das ganze Zeug hier ein bisschen wieder zum Tappen bekommen. Schon mal ganz nice. So. Das ganze Bambuszeug vor allem hat für mich gerade die höchste Priorität, muss ich zugeben. Dann die Coconuts, glaube ich, bauen wir gerade jetzt die 5-mal an, einfach damit wir ein paar mehr Coconut-Bäume haben. Das ist zwar in der Theorie gefährlich, weil es gibt ja diese Tree Guards, aber es ist wichtig, dass ich die Coconuts bekomme. Die sind einfach wichtig für mich. Dann kann ich kein weiteres Haus bauen, weil keine Piggy-Skins gedroppt sind und die hier extrem selten sind. Dann Seide kann ich hier in die Truhe hauen. Das ist schon mal wieder gut. Limpets kommen hier rein. Jungle Seed. Na, die brauche ich eigentlich gerade für nichts. Toll. Das behalte ich dabei. Das behalte ich dabei. Das bleibt dabei. So, dann das hier stacken wir selbstverständlich. Bambus entnehmen wir und refinen wir zu Clove. Zweimal. Perfekt, wir können es 4-mal erstellen. Das heißt, wir bekommen ein paar mehr Sandbags. Das ist dann doch wirklich angenehm. So, Sandbag und Sandbag. Perfekt. Und wir bauen die jetzt halt einfach mal so. Ich lasse hier mal wieder eins frei. Vielleicht so einen kleinen Eingang. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht, damit das Wasser sich nicht so ausbreitet. Dass ich hier so einen doppelten Eingang mache. Und eigentlich will ich schon meine Base... Ich will halt sicher gehen, dass das mir nicht alles überflutet. Aber wenn ich hier oben wahrscheinlich irgendwelche... Nur aus Interesse baue ich jetzt hier einen einzigen, weil ich wissen will, ob die Dinger angegriffen werden von den Schlangis. Ansonsten würde ich nämlich gerne meine ganze Base davon sichern mit Sandbags. Ey, das da oben ist echt immer Apokalypse. Und ich überziehe mal wieder extrem. Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge mal wieder gefallen. Wenn ja, gerne mal ein Like da lassen. Das wäre so eine geile Unterstützung und tut nicht weh. Macht den Button flauschig. Blau und flauschig. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem anderen Livestream oder bei einer weiteren Folge von Don't Starve Together mal wiedersehen. Würde mich auf alle Fälle freuen. Tschüss und danke fürs Zusehen.